Du hast eine WordPress-Seite und verwendest das hervorragende Plugin Contact Form 7, um darüber E-Mails zu erhalten. Es gibt ein riesiges Problem mit Contact Form 7, das ich in diesem Video etwas näher erläutere, und natürlich gibt es auch Lösungen dafür. Contact Form 7 ist ein grundsätzlich cooles Plugin, das, man sollte meinen, es wäre sehr lightweight, also sehr klein und auch bequem, dir ermöglicht, Kontaktformulare auf der Seite einzubauen. Also wir haben hier zum Beispiel gerade mal so ein preisverdächtig ultra hübsches Kontaktformular eingebaut. Das ist noch nicht gestylt, dazu machen wir irgendwann auch noch ein Tutorial. Und das funktioniert an für sich schon super. Das große Problem bei Contact Form 7 ist, dass es out of the box, wenn man nichts daran verändert, auf jeder einzelnen Seite, wenn wir hier in den Quellcode schauen, eigene Styles hinzufügt. Das ist natürlich kein Problem, wenn du ein Kontaktformular auf der Seite auch wirklich vorhanden hast. Hier auf der Hauptseite zum Beispiel, die so ähnlich ausschaut, aber hier gibt es kein Kontaktformular, ist jetzt im Quellcode ebenfalls das ganze Zeugs von Contact Form 7 mit dabei. Und das ist, wie gesagt, das ist ein großer Nachteil, weil es sorgt dafür, dass einfach Dateien geladen werden, die nicht gebraucht werden, dass deine WordPress-Seite langsamer wird. Und falls es irgendwelche Probleme mit Contact Form 7 gibt, dann betreffen die nicht nur deine Kontaktseite, sondern die betreffen dann jede Seite. All das hängt damit zusammen, dass Contact Form 7 standardmäßig einfach sagt, ja, ich werde mal überall geladen. Man hat jetzt hier aber Möglichkeiten, das ist sogar in der offiziellen Dokumentation von Contact Form 7 auf der offiziellen Webseite quasi so weitergegeben. Man kann es quasi pauschal abschalten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eleganteste ist meiner Ansicht nach, das über die Functions PHP deines Child Themes zu machen, weil wir alles mit Child Themes umsetzen, was wir hier in unseren Videos erklären. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Code an die Hand bekommen und wie immer gibt es einen Code-Schnipsel unten in der Videobeschreibung. Das heißt, du musst es nicht mitschreiben oder so. Ich zeige dir quasi einfach nur, was das macht. Wir haben jetzt hier unsere Functions PHP auf und in die müssen diese paar Zeilen Code rein. Die gehen jetzt hier von der 125 bis zur 132. Es sind also weniger als 10 Zeilen Code. Die radikale Version wäre jetzt das hier, dass man einfach sagt, immer wenn der Template Redirect stattfindet, das ist bei WordPress einer der Standard-Hooks, der relativ früh ausgeführt wird, sogar noch bevor der Head-Bereich geladen wird, dann sollen quasi diese Filter eingesetzt werden und die sorgen jetzt dafür, dass Contact Form 7 weder JavaScript-Dateien noch CSS-Dateien mit reinlädt. Das ist eine rabiate Methode und wenn man das jetzt hochlädt, ich arbeite gerade lokal, deswegen muss ich es nicht noch im FileZilla hochladen, das ist jetzt schon geändert, wenn man das jetzt so umsetzt und die Seite neu lädt, dann findet man jetzt nach dem Reload der Seite keine Contact Form 7 CSS-Datei und auch gar nichts mit Contact Form 7, also auch kein JavaScript oder sonst irgendwas von Contact Form 7 mehr auf der Seite. Man sollte jetzt meinen, dass dadurch auch das Kontaktformular ausgenockt wird. Wenn wir die Kontaktseite mal kurz neu laden, dann stellen wir fest, dass hier immer noch ein Kontaktformular vorhanden ist. Es sieht ungefähr 2% schlechter aus als vorher. Es hat ja vorher schon keinen Preis gewonnen, aber jetzt ist hier nicht mehr Abstand zwischen den Punkten drin. Überraschenderweise ist es aber so, dass man nach wie vor E-Mails versenden kann. Hi, dies ist ein Test und das ist hier unsere DSGVO-Sache. Und wir sagen senden. Und ihr seht hier, die Seite lädt zwar neu, aber wir scrollen an die richtige Stelle und wir kriegen auch die Rückmeldung, dass die Nachricht versandt worden ist. Das heißt, man kann Contact Form 7 auch so verwenden. Und das ist tatsächlich die Lightweight-Variante von Contact Form 7, weil jetzt nicht mehr irgendwas Unnützes geladen wird, außer ihr empfindet das jetzt als zu nervig, dass die Seite kurz neu geladen habt. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was genau ihr für ein System verwendet. Das hat auch Vorteile, wenn eine Seite neu geladen wird. Ihr könnt zum Beispiel prinzipiell etwas leichter tracken, ob denn jemand jetzt gerade eine Mail versendet hat und das dann in eure Analytics-Daten mit reinnehmen und dann auswerten, welche Marketing-Anstrengungen von euch funktionieren. Das hat noch einen zweiten Vorteil, den ich auch nicht vorenthalten will. Und zwar kann man den Admin-Bereich von WordPress ganz allgemein unter einen Passwortschutz stellen. Das mache ich zum Beispiel immer auf all meinen Testumgebungen. Also das ist hier eine Seite, an der ich gerade arbeite. Und wenn ich jetzt in einem anonymen Tab auf die Seite will, dann kommt hier diese Abfrage. Und diese Abfrage, wenn ich die falsch beantworte, komme ich nicht auf den Server, also gar nicht. Dementsprechend kann diese Testumgebung von mir auch nicht bei Google im Index landen. Und anstatt es jetzt zu sagen, das möchte ich für die komplette Seite haben, kann man auch nur den Admin-Bereich von WordPress unter einen solchen Passwortschutz stellen. Das ist super, weil es dafür sorgt, dass eigentlich kaum noch irgendjemand, selbst wenn er euer Passwort in Erfahrung gebracht hat, in den Admin-Bereich von WordPress reinkommt und dann dort irgendwelchen Schabernack treiben kann. Also das ist eine Sache, die ich grundsätzlich empfehle. Die hat nur einen riesigen Nachteil und der ist, dass jegliche Art von Ajax-Calls über den Admin-Bereich laufen. Das heißt, wenn du das sexy Contact Form 7, das wir gleich wieder sehen, haben möchtest, bei dem die Seite nicht neu laden muss,
dann kommst du mit dieser Methode quasi nicht weiter. Das muss man unbedingt bedenken. Dann ist es total sinnvoll, das zu machen, was wir jetzt eben hier gemacht haben, zu sagen, dass Contact Form 7, diese zwei Sachen hier, immer rausgeschmissen werden. Wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte Contact Form 7 grundsätzlich nicht einfügen auf meiner Seite, aber auf bestimmten Seiten schon, dann muss quasi um dieser zwei Angaben hier, um diese Filter, die da eingesetzt werden, noch eine If-Klammer herum. Und in die If-Klammer rein muss jetzt hier eine Abfrage und die ist hier idealerweise isPage 382. Das hängt damit zusammen, dass die Kontaktseite bei mir die Seite mit der ID 382 ist. Das kriegt man super einfach raus, wenn man diese Seite bearbeitet und dann hier oben in die URL-Zeile schaut. Und dann sehen wir hier, dass die post.php Fragezeichen post ist gleich 382. Das ist quasi die ID dieser Seite. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Contact Form 7 nur für eine Seite wieder einfügen kann. Nehmen wir was anderes an. Du möchtest zum Beispiel, dass auf jeder einzelnen Blogbeitragsseite ein Kontaktformular drin ist. Vielleicht hast du das eingefügt und gesagt, hinterlass doch einen Kommentar oder schreib mir jetzt direkt. Gibt's ja, dass man das sagen möchte. Und dann würdest du hier eine andere Abfrage benötigen und die würde dann lauten, entweder, falls es nicht diese Page ist oder ist not ist single, ist underscore single. Damit würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass jeder einzelne Post nicht diese Anweisungen bekommen soll und wir erinnern uns, diese Anweisungen sorgen dafür, dass Contact Form 7 nicht eingefügt wird oder auf dieser einen Seite wird es eben nicht eingefügt. Also es gibt hier Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu bearbeiten. Die einfachste Möglichkeit ist meistens mit diesem isPage zu arbeiten und dann kann man hier hinten entweder eine Integer-Zahl angeben oder man kann ein Integer-Array angeben. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel drei Seiten hättest, könntest du auch sagen, ich mache ein Array, dann habe ich die Seite 1, die Seite 1, 2, 3 und die Seite 4, 5, 6. Zum Beispiel. Also du kannst ja auch mehrere Seiten mit nur einer Zeile Code sagen, dass diese Seiten alle das Contact Form 7 haben sollen und die ganzen anderen Seiten nicht. Also so funktioniert es quasi auch, falls du es auf mehreren Seiten einbinden möchtest. Das war es dann aber prinzipiell auch schon wieder für heute. Also das ist wirklich alles, was du wissen musst. Es ist also eine Möglichkeit, wie man das Contact Form 7 nochmal ein Stück weit intelligenter und besser machen kann. Dann funktioniert es eben auch damit, mit diesem Code, den wir jetzt hier nicht so einfügen können. Ich muss wieder die richtige ID nehmen. Also ich nehme wieder die 382 und sage jetzt eben wieder isPage und dann ist es hier die 382. Wir speichern das. Und nachdem wir jetzt die Seite neu geladen haben, sehen wir, dass das Kontaktformular wieder 2% besser ausschaut. Es gibt einen kleinen Eindrücker hier, aber sonst nichts. Deswegen, das Styling von Contact Form 7, wie gesagt, ist leider nicht der Wahnsinn. Und diesmal können wir jetzt sagen, dies ist ein Test mit JavaScript. Und dann sehen wir, dass diesmal die Seite nicht neu laden muss, sondern jetzt direkt diese Meldung hier unten kommt. Vielen Dank für deine Nachricht. Sie wurde gesendet. Die Nachrichten kann man alle anpassen. Dazu gibt es ein längeres Tutorial zu Contact Form 7. Das verlinken wir hier auch nochmal. Und in der Videobeschreibung hier neben mir ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Info dazu. Da kannst du auch nochmal gucken, denn da haben wir die kompletten Grundeinstellungen von Contact Form 7, während das hier jetzt schon so ein bisschen der Expertenmodus ist. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Du findest mehrere solche Informationen zu WordPress und Divi und Plugins für WordPress auf diesem Kanal. Wir streamen auch noch live, wo du mir direkt dabei über die Schulter schauen kannst, wie mein OBS abstürzt, während ich versuche, solche Sachen aufzunehmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal im Livestream. Vielleicht läuft er jetzt gerade. Kannst du jetzt mal reingucken. Entweder Danke sagen oder sagen, hey, ich habe mal eine Frage. Dann beantworte ich die gerne für dich. Oder wir sehen uns hier bald wieder auf YouTube, wenn du den Kanal abonnierst. Mach's gut, bis bald. So, jetzt muss ich die Aufnahme ausmachen und hoffen, dass das OBS nicht abschmiert.